Mach's gut jetzt, weil bis später. Ja, vierte. Bitte. Morgen zusammen. Morgen. Sie wollen sich schon wieder aus dem Staub machen. Sie sind mir nur 187 Euro schuldig, gell? Spielschulden sind Ehrenschulden. Ja, ich denk dran. Hast du denn mit Karten gespielt? Ja. Zu mir sagst du, um so viel Geld soll man nicht spielen. Was machst du? Ich finde, du hast völlig recht, Vincent. Und deshalb haben wir eigentlich auch nur zum Spaß gespielt. Gell, Herr Hofer? Ist doch so. Ich spiele ja nicht zum Spaß Karten. Und du schaust, dass du in Schuld kommst. Damit ich nicht mitkrieg, wie du das Geld anschiebst, gell? Finde ich total unfair, dass du sowas darfst. Und der Mama erzähl ich's auch. Mama! Psst. Hast du mich gerufen? Nein, hat er nicht. Passt schon alles. Vierte. Ja, wir haben wirklich bloß zum Spaß gespielt. Aber ein kleiner Einsatz muss schon sein. Nur so zum Spaß, gell? Ich würde sagen, der Verlierer macht eine Woche Stalldienst. Tja, sonst noch was. Zweiter Vorschlag, Sie leihen mir für einen Tag ein Auto. Was? Ich soll Ihnen mein Cabrio leihen? Auto ist tabu. Vincent, was sagst du? Ich finde, das ist ein fairer Vorschlag. Bitte? Von mir aus. Jetzt hab ich die Bier schnell! Ha. Komm halt her, wenn du dich traust! Es wird schon sein, Bier schnell, wie ich komm. Bleib endlich stehen, du Grunze, Fixhund! Du bleibst so eine Schlickfuhr! Du glaubst mir gar nicht viel mehr, wirst schon sehen. Bitte trennst den Motor nicht so hoch. Ich weiß, wie man mit Autos umgeht. Bin ja nicht auf der Brennsuppe dahergeschwommen. Das ist aber kein Traktor, sondern eine sensible Hochleistungsmaschine. Dann haben Sie ja Ahnung, wie sensibel mein Traktor ist. Na, Brüderchen, legst du ein neues Image zu? Sozusagen. Tut er nicht weh? Nein, wir reden nicht. In genau 12 Stunden habe ich den Wagen zurück, vollgetankt und gewaschen. Ja. Strafzettel gehen ohne Diskussion auf Sie. Genau. Und das runde Ding davon ist das Lenkrad. Also, viel Spaß. Danke. Das haben wir mal. Jetzt wollen wir mal schauen, was der heutige Tag so bringt. Schauen wir da mal nach. Der Staat ist pleite und wir auch. Da ruft noch mal eins: Effizienz. Schauen wir noch mal. Ist nicht wirklich früh los heute, gell? Ah! Da ist er. Ja, Büschel, komm nur. Trockne ein bisschen drauf. Geh mal. Jawohl! So, das waren jetzt mindestens 110 km/h. Bissl was wäre noch gegangen. Aber wurscht, das sind jetzt schon einmal 200 Euro. Ja! Spiri, sag einmal! So ein Depp! Glaubst du das? Führerschein
Auto gewonnen. Nein. Mir wurscht. Das ist ein Ball zu runnen. Head out on the highway. I'm looking for adventure. And whatever comes our way. Rufe? Ja, sei. Wo genau? Das ist gut. Komm mit. Head out on the highway. Pitching for the running. Einer von vorn und einer von hinten. So ist recht. Das ist ja der Satori. Warst du der Berg Spursi und bist ein bisschen zu spät dran? Ja, komm nur, Bürschel, komm. Geh mir doch noch ein bisschen drauf. Ja, geh mir. Yes! So, das waren jetzt 120 km/h mindestens. Ohne Blaulicht, ohne Einsatz. Das wird teuer, Herr Satori. Jawohl, so macht die Arbeit Spaß, gell? Morgen. Morgen. Sagt mir halt einer von euch ein Taschentuch da. Zeit wird's. Die Dreckskarne ist natürlich liegen geblieben. Künstlerpech. Warum ist denn der Mann noch nicht da? Keine Ahnung. Das ist die Leiche. Ja, das ist die Leiche. Dann schauen wir noch erstmal, ob dein Ausweis dabei hat. Das können wir uns sparen. Das ist der Blätschacher Sebastian, der Fischereimeister von dem Seeabschnitt da. Morgen, Herr Mohr. Jetzt aber Zeit. Immer schön langsam, Herr Satori. In der Ruhe liegt die Kraft. Ja, ja. Auf geht's. Protokoll aufnehmen. Was sagen Sie zu den Verbrennungen auf der Brust? Puh. Wahrscheinlich hat er geraucht. Und dabei ist ihm der Zigarettenstummel ins Hemd reingefallen, er ist hektisch geworden, er hat die Balance verloren und dann ist er ins Wasser gefallen. Ist doch ganz logisch. Ja, danke, Herr Mohr. Also ich glaube, die stammen möglicherweise von einer Leuchtkugel aus einer Signalpistole. Alles klar, ich schau gleich, ob ich eine finde. Herr Mohr, wenn die Waffe hier überhaupt irgendwo zu finden ist, dann liegt sie mit Sicherheit nicht hier im flachen Wasser. Deswegen haben wir die Taucher da. Also, das Hemd auf geht. Haben Sie was gesagt, Herr Satori? Ich habe gesagt, Sie sind und bleiben ein Dorfpolizist, Herr Mohr. Nein, ich glaube, wir haben sie jetzt. Den Rest machen die Kollegen vom ID. Wenn was ist, bin ich mal wieder erreichbar. Alles klar. Da brauchen Sie gar nicht schauen. Es ist noch alles dran. Ich hab nichts weggebissen. Ich weiß nicht. Das weiß aber ich nicht so genau. Ach ja, die Angehörigen sollten benachrichtigt werden. Vielleicht finden Sie bei der Gelegenheit gleich ein richtiges Mordmotiv. Leo, ein Bier. Das war ein Weißbier. Wer hat Durst? Ja. Weh, wenn's nicht kalt ist. Leo, ein Bier. Sag mal, das dauert. Soll ich dir helfen? Was bist denn heute so unleidlich? Ein Leich in aller Herrgott früh, da brauch ich ein Bier. Hast du denn Hunger auch? Nein, nur Durst. Es gäbe einen frischen Fisch von gestern und ein Regulasch von heute. Na danke, wirklich nicht. Wen hat's denn erwischt? Ein Blätschacher Sebastian. Der schwimmt tot im See. Na, sag. Gestern war er noch hier, der alte Zornbinkel. Wieso Zornbinkel? Na, weil er einen fetzen Streit mit dem Freddy gehabt hat. Wer ist der Freddy? Das ist einer von den Lehrlingen von der Semmerwerft. Der hat mir einen frischen Fisch vorbeigebracht. Um was ist denn bei dem Streit gegangen? Ja, der Blätschacher hat gemeint, der Freddy hätte in seinem Seeabschnitt gewildert.
Und dann sind die Fetzen geflogen. Und? Hat er? Ich denk schon. Na, eigentlich bin ich mir sicher. Er liefert schließlich zweimal die Woche. Und weiter? Ja, nix weiter. Dann sind sie wieder auseinandergegangen. Jeder für sich. Leo? Ja? Komm nur mal her. Sag mal, habe ich dich da richtig verstanden? Ich meine, kann das sein, dass du Sachen unter der Hand einkaufst und hier wieder verkaufst? Ja, geh weiter, bring dich rein, mach schon. Pass mal auf. Bist du nicht zufrieden, wenn du ein Regulasch um 7,50 kriegst und ein Saibling um 8,90? Doch schon. Na also, die Leute wollen heute sparen, verstehst? Gut, Leo. Aber lass dich nicht erwischen, gell? Hm. Leo, noch was? Ja? Was kriegst du für das Bier? Für das Bier? Mhm. Das geht aufs Haus. Bei dir so. Sie wissen aber schon, dass das sehr, sehr teuer wird. Was wird teuer, Herr Mohr? Das sollten Sie doch eigentlich am besten wissen. Wären Sie bitte so freundlich und würden aufhören, mir mit Ihren komischen Andeutungen auf den Nerv zu gehen, Herr Mohr. Danke. Frau Stockel, schauen Sie doch bitte mal im zentralen Strafregister nach Vorstrafen wegen Fischwilderei. Danke. Ja. Noch irgendwas? Bin Schreck. Servus. 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 Haben wir noch eine Spritztour gemacht? Ich hab dienstlich zu tun gehabt. Der vorläufige Bericht von der Gerichtsmedizin ist da. Der Blätschacher wurde von einer Leuchtkugel mitten in die Brust getroffen. Der Schock hat einen Herzinfarkt ausgelöst. Es ist also genauso, wie ich gesagt habe. Respekt, Herr Kollege. Und dann habe ich noch mit der Witwe von diesem Blätschacher gesprochen. Ihr Mann hatte Streit mit einem Yachtbesitzer wegen irgendeiner Boje. Und der war einem Fischwilderer auf der Spur. Ich denke, der Fischwilderer ist die wesentlich heißere Fährte. Es ist bei Ihnen angekommen. Ja, ja. Ja, und was sagen Sie dazu? Ich bin ganz Ihrer Meinung. Ist irgendwas? Ich brauche einen Kaffee. Frau Stockel, wie dünn soll denn der Kaffee noch werden? He? Ja, schafft! Jetzt nicht, ich hab zu tun. Entschuldigung. Entschuldige. Alles in Ordnung bitte? Ja, bei mir schon. Aber unser Kollege, unser Obergescheiter, der wird Sie wundern. Der ist mir nämlich heute in der Früh neidabt in meine Radarfalle. Sauber? Und wo? In der Ausfallstraße, die runterführt zum See. Unterwegs ist er gewesen mit seinem Cabrio, mit seinem schicken mindestens 50 km/h zu schnell. Das kostet ihm 3 Monate den Führerschein und außerdem noch ein paar saftige Euros obendrauf. Halleluja. Alles ganz glatt sein. Servus. Ja. Ja. Herr Stockel. Entschuldigung. Entschuldigung. Wie schaut's aus? Bitte, ist fertig. Danke. Sehen Sie sowas nennt man effektive Mitarbeit. Eine Auflistung der Vorbestraften gemäß § 293 Fischwilderei. Jetzt muss man nur noch rausfinden, wem davon der Blätschacher auf der Spur war. Das weiß ich längst. Mei, oh mei, oh mei, das hätten Sie auch eher sagen können, oder? Dann hätte ich mir die ganze Arbeit gespart. Das sehe ich allerdings genauso. Ja, mir hat ja keiner gefragt. Außerdem habe ich ganz andere Probleme, von denen Sie überhaupt keine Ahnung haben. Also das ist ja wohl eine Unverschämtheit. Wieso? Ja, wieso? Schauen Sie mal das Auto an, das schaut aus wie ein Traktor. Okay, jetzt übertreiben Sie mal nicht. Ja, ich kümmere mich drum. Und überhaupt können Sie wieder fahren. Ich habe ja meinen Spaß gehabt und so spannend ist das Ding auch wieder nicht. Das hätten Sie sich aber auch früher überlegen können. So,
Der Rest kommt erst morgen. Gut, dann nehme ich das schon einmal mit. Ach so, ja, 5 von den Schrauben bräuchte ich noch. Hm? Wissen Sie, was da passiert ist in der Assenhausener Bucht? Die gibt's nur im 10er-Pack. Was ist denn passiert in der Assenhausener Bucht? Ah ja, da haben sie einen Toten gefunden. Was kosten die Schrauben? Ja, so um die 30 Euro. Wird wohl ein Badeunfall gewesen sein, oder? Geh weiter. So eine Schrauben kriegst du in jedem Haushaltswarenladen um ein Zehntel. Also, ich hab was von Mord gehört. Das ist Spezialstahl. Absolut rostfrei. Das hat seinen Preis. Gut. Dann werden wir es aus der Zeitung erfahren, was da heute los war. Ach, war das heute? Gut. Sagen Sie, wir suchen einen Herrn Kranz. Der ist da unten. Danke. So könnte es sein, dass wir uns heute schon einmal begegnet sind. Mir? Ja. Sie sind doch wie ein Wahnsinniger die Seestraße raufgebrettert, oder? Nein, da täuschen Sie einer. Ich war halt noch gar nicht auf der Seestraße unterwegs. Ach so, ja dann. Hallo, bist du der Freddy? Wer will denn das wissen? Kriminalpolizei, mein Name ist Arturi, das ist mein Kollege Hofer. Da schau her. Die Sheriffs. Kennst du einen Sebastian Blättschacher? Nee, wer soll denn das sein? Du, die Sheriffs mögen das überhaupt nicht, wenn irgendein dahergelaufener Rotzlöffel einen auf ahnungslos macht. Also, kennst du ihn? Wieso denn überhaupt? Die Fragen stellen wir. Jetzt weiß ich, wen Sie meinen. Sie meinen meinen Freund, den Fischer. Das hätten Sie doch gleich sagen können. Würden Sie das bitte mal halten? Du hast im Rosenbräu mit deinem Freund, dem Fischer, eine heftige Auseinandersetzung gehabt. Wer hat denn das gesagt? Du hast in seinem Revier gefischt. Fischwilderei nennt man sowas. Das ist eine ganz üble Verleumdung. Hat er das behauptet, oder was? Den haben sie heute früh aus der Assenhausener Bucht gefischt. Und zwar tot. Ermordet. Das tut mir aber leid. Wo warst denn du heute früh? Sie meinen doch nicht etwa, dass ich irgendwas... Keine Fragen stellen, Antworten. Also gut. Da ich leider noch nicht im Lotto gewonnen hab, war ich hier. Bei der Arbeit. Mhm. Wir sprechen uns noch, gell? Hoppla. Entschuldigung. Das wäre der unverschämteste Täter, der mir immer über den Weg gelaufen ist. Allerdings. Aber der wird sich noch wundern. Ich werde gleich mal sein Alibi überprüfen. Das machen Sie. Und was machen Sie? Schon wieder Brotzeit. Schön wär's. Na, ich habe einen dringenden Termin im Büro. Ich nehme den Bus. Das machen Sie. Also, wie Sie diesen Vergaser repariert haben, super. Das habe ich doch gern gemacht, für eine schöne Dame wie Sie. So. Und jetzt sind wir da. Ja, ich muss sagen, das ist besser wie Busfahren. Möchten Sie vielleicht meine Telefonnummer haben? Gern. Bitte sehr. Super, danke. Und vielen Dank fürs Mitnehmen, gell? Bitte. Also, servus. Servus. Du, Michi, tut mir leid, dass ich ein bisschen spät dran bin. Schon recht. Michi. Servus. Michi, wir müssen miteinander reden. Ja, über was denn? Über unseren gemeinsamen Kollegen Sartori. Ich wüsste nicht, was über den noch zu reden ist. Jetzt pass mal auf. Ich stimme dir ja vollkommen zu, dass der Sartori manchmal ein bisschen daneben ist. Ein bisschen ist gut. Einen Dorfpolizisten hat er mich geheißen. Das ist natürlich schwer daneben. Das ist bodenlos. Genau. Trotzdem ist er ein Kollege und es wäre eine Riesenkatastrophe für ihn, wenn er bloß wegen einer blöden Geschwindigkeitsübertretung seinen Führerschein verlieren täte. Ich habe aber kein Mitleid mit ihm. Ich im Prinzip ja auch nicht, aber schau, Michi, das wäre doch auch für uns eine Riesenkatastrophe. Jetzt stell dir vor, der hat keinen Führerschein mehr. Wer fährt denn die ganze Zeit durch die Gegend? Ich und vor allem du. Das ist auch wieder wahr. Okay? Das wäre eine schöne Bescherung. Das wäre sogar ziemlich blöd. Ich denke, wir sollten die Angelegenheit doch besser unter der Hand regeln. Was?
Ich soll wegen dem Satori offizielles Beweismaterial unter den Tisch fallen lassen. Jetzt beruhig dich, Michi. Schau, wie ist es denn oft? So ein Foto ist ein bisschen unscharf und dann wird das Verfahren sowieso eingestellt. Es ist doch letztlich alles reine Ermessensfrage. Also. Ist recht, aber er muss sich entschuldigen, weil sonst geht gar nichts. Natürlich, Michi, freilich. Der denkt quasi praktisch bloß nur über eine gute Formulierung nach. Mhm. Dann muss er sich aber was Scheiße einfallen lassen, weil sonst. Herr Mohr? Servus. Einen schönen Tag. Danke, wünsche ich auch. Kabinieren. Was wollte denn der schon wieder? Der wollte uns besuchen, ob wir irgendwas brauchen. Also, ich bin jedenfalls froh, wenn ich ihn nicht sehe. Herr Kollege, schauen Sie, es ist doch immerhin ein Kollege, da sollte man doch im Mindestmaß ein Interesse aufbringen. Mhm. Das sagt der Richtige. Ich habe übrigens das Alibi von Freddy Kranz überprüft. Und? Windelweich. Schön hat das gemacht. Sehr schön. Da ist der Fünfer. Na? Aha. Ist er so zu Ihrer Zufriedenheit? Ja. Sogar gewachst. Ja, logisch. Was sein muss, muss sein. So. Und morgen früh werden wir mal schauen, ob der See seine Geheimnisse preisgibt. Wie? Ja, der Moormichi hat für morgen früh noch einmal Taucher organisiert. War gar nicht so einfach, die waren alle schon belegt. Wer hat's geschafft, der hat sie durchgesetzt. Ja. Sie können ja fürs Bundesverdienstkreuz vorschlagen. Ja, das gerade nicht, aber wenn einer gute Arbeit macht, muss man es anerkennen. Ja, ich denk drüber nach. Vincent hätte Hausaufgaben machen sollen. Er sagt, du hast ihm stattdessen angeschafft, das Auto zu waschen. Ja, das ist im Prinzip auch richtig. Also irgendwie geht es nicht so weiter, dass ich ihm was anschaffe und du dann das Gegenteil sagst. Ja, das kann ich doch nicht riechen, dass du ihm was anschaffst, bevor ich ihm was anschaffe. Also ich habe gelesen, in der Erziehung muss eine Linie drin sein. Mischen Sie doch nicht ein, das sind Familienangelegenheiten. Und überhaupt, über die Erziehung meines Neffen brauchen Sie sich keine Sorgen machen. Sei stark, der Uli hat vollkommen recht. Na toll. Wahrscheinlich die Tatwaffe. Ja, und die hier hat im Schilfgürtel gelegen. Es gibt beides im Zubehörshop von der Semmerwerft, wo dieser Kranz arbeitet. Ich habe mich da gestern noch ein bisschen umgesehen. Und haben Sie passend die 8 Stunden? Na, ehrlich gesagt, die waren mir alle ein bisschen zu klein. Wundert mich eh, dass Sie noch keine haben. Farblich abgestimmt zum Auto natürlich. Gott sei Dank. Wie Gott sei Dank? Ja, Ihre krätzigen Bemerkungen sind mir schon richtig abgegangen. Ich hatte schon befürchtet, Sie sind ernsthaft krank. Okay, das war doch nicht krätzig. War doch bloß ein Scherz am Rande. Ich hab doch gesagt, dass ich gestern nicht in der Assenhausener Bucht war. Komischerweise haben wir Käppi am Tatort gefunden. Mit deiner Lügerei machst deine Lage nur noch schlimmer. Also gut, ich war da. Also, warum nicht gleich so? Was ist dann passiert? Ja, ich war fischen. Und da hat mich der Blättschacher erwischt. Dann hast du Streit mit ihm bekommen, nehme ich an. Nein, so weit kam's nicht. Ich bin hier abgehauen. Hm. War's nicht vielleicht eher so, dass du Streit mit ihm hattest und ihn dann mit der Signalpistole erschossen hast? Ich bring doch keinen um! Muss sogar Absicht gewesen sein. Vielleicht war's ein Unfall. Nein, ich war's nicht. Und außerdem, was soll ich mit einer Signalpistole beim Schwarzfischen? Keine Ahnung. Jedenfalls schaut das Ganze nicht so gut aus für dich. Da war einer! Der kann genau sagen, was passiert ist. Der wer? Ja, keine Ahnung, wie der heißt. Ach, die Geschichte vom großen Unbekannten, oder was? Auf der Yacht, die an der Boje in der Bucht hängt, da war einer. Der kann hundertprozentig bezeugen, dass das so war, wie ich es euch erzählt habe. Ja, also ein bisschen fragwürdig, was du erzählst. Das Problem ist, dass wir immer noch nicht wissen, ob da irgendwelche Fingerabdrücke drauf sind. Ob es überhaupt die Tatwaffe ist. Moment. Kann ich jetzt arbeiten gehen? Vorläufig. Morgen. Morgen. Morgen.
Frau Stöckl, wir brauchen den Besitzer einer Yacht in der Assenhausener Bucht. Schauen Sie doch bitte in meinem Computer nach. Ach, und kann ich die haben? Ja, klar, gern. Danke. Wollt ihr einen Kaffee auch noch? Gern. Bleiben Sie sitzen, das mache ich schon. Suchen Sie in aller Ruhe den Besitzer der Segeljacht raus. Der Herr Sartori braucht diese Information ganz dringend. Sagen Sie mal, was ist denn heute mit Ihnen los? Das sind ja die Hilfsbereitschaft in Person. Nichts ist los, was soll denn sein? Herr Sartori, den Kaffee mit Milch und Zucker? Mit allem. Gut. Kommen Sie voran. Ich habe ihn jetzt ein bisschen stärker gemacht. Der von der Stöckl ist ja immer zu dünn. Und ich weiß, dass die kaffeemäßig doch eher der italienische Typ sind. Espresso und so, gell? Herr Hofer, was wollen Sie? Ja, ich habe mir gedacht, wir sollten noch einmal über den Kollegen Mohr sprechen. Was ist denn mit dem schon wieder? Herr Schanz, der Mohr Michi, der hat es zurzeit nicht leicht. Das Leben ist hart, aber gerecht. So kann man es auch sehen, aber bei ihm ist es so, dass seine Mutter krank ist. Und jetzt hat ihn auch noch seine Freundin verlassen. Also der hat im Moment schwer zum Beißen. Ja, und was hat es mit mir zu tun? Ich habe mir gedacht, man müsste was Gutes tun. Also wenn man den Dorfpolizisten aus der Welt schaffen könnte, das wäre echt spitze. Das sehe ich genauso. Na, da haben Sie jetzt falsch verstanden. Ich meine, wenn Sie sich vielleicht eventuell entschuldigen würden dafür, dass Sie einen Dorfpolizist genannt haben. Ja, und warum? Das stimmt doch, oder? Ich hab's. Der Besitzer der Yacht, die in der Assenhausener Bucht liegt, heißt Ellwanger. Stefan Ellwanger, Immobilienmakler, Rosenheim, Stadtplatz 8. Danke, Frau Stöckl. Sehen Sie, das ist halt der Unterschied. Die Frau Stöckl hilft, der Mohr bremst. Ja, heutzutage. Sie sollten die Vorgeschichte berücksichtigen. Wissen Sie, was dreimal der gleiche Computerkurs den Steuerzahler gekostet hat? Herr Hofer, Sie sind ein Scheusal! Stöckl, jetzt hören Sie einfach nicht hin. Ausgezeichnete Arbeit. Danke. Diese Entschuldigung beim Mohr, das muss ja eine Riesensache werden. Aber im Hinblick aufs Betriebsklima war es einfach gut. Dass Sie vom Betriebsklima reden, war das nötig, die Stöckl so runterzumachen? Nein, natürlich nicht. Aber das biege ich wieder hin. Ich mein, wenn man einen Fehler gemacht hat, dann muss man halt dazu stehen und den wieder ausbügeln. Das ist ganz was Neues. Ja, bitte. Schau mal. Hier ist Sartori, Kriminalpolizei. Wir hätten gerne den Herrn Ellwanger gesprochen. Der ist gerade zu Tisch, aber wenn es was Dringendes ist, dann finden Sie ihn im Sandhof. Ja, gut, danke. Betriebsklima. Ja. Da ist er her, die Kimmerdorf. Seien Sie zufällig der Herr Ellwanger? Ja, aber. Jetzt weiß ich gar nicht, kennen wir uns? Kriminalpolizei, mein Name ist Sartori, ist mein Kollege Hofer. Wir bräuchten eine Auskunft. Ja, was für eine? Dann gehört doch die Yacht, die in der Assenhausener Bucht an der Boje liegt, oder? Bestimmt was nicht mit meinem Boot. Ja, wir möchten gerne wissen, ob Sie gestern in der Früh irgendwas Außergewöhnliches gesehen haben in der Bucht. Wie außergewöhnlich? Na ja, zum Beispiel ein Streit zwischen einem Fischer und einer anderen Person. Gestern in der Früh, sagen Sie? So gegen 8. Oh, da. Muss ich leider passen, weil gestern früh da war ich gar nicht auf meinem Boot. Ansonsten wären Sie auf der Seestraße unterwegs gewesen, gell? Ach so, jetzt kenn ich's. Sie sind doch der Herr, der mich mit einem Verkehrsraudi verwechselt hat, oder? Wo waren Sie gestern früh? Ja, da, in meinem Laden. Du, ich leg das hier, gell? Gibt's dafür Zeugen? Nein, leider nicht. Irgendwie schaut. Ja. Ja. Ich muss dann weiter. Wiederschauen, die Herren. Wiederschauen. Servus. Das habe ich mir gleich gedacht, dass es mit dem Entlassungszeug nicht stimmt. Ich weiß nicht. Kaum besitzt einen eine Yacht, schon ist er ein Herr, der keinen Grund hat zum Lügen. Schon interessant. Okay. Ah, wissen Sie was? Ich kaufe dir noch ein paar Blumen. Aha, für wen denn? Für die Stöckl, damit das Betriebsklima wieder in Ordnung kommt. Na, und wegen Mohr Michi. Vielleicht solltest du es doch mal überlegen. Also gut, bevor es mir noch tagelang damit in den Ohren liegen, ich nehme den Dorfpolizisten zurück. Zufrieden? Danke. Frau Stöckl, nehmen Sie sich das nicht so zu Herzen. Der Hofer ist einfach ein Bauer und na, die reden alle so. Er hat das bestimmt nicht so gemeint. Frau Stöckl, ich möchte Pardon bitten. Um Gottes Willen, bitte, bitte bleiben Sie draußen. Was ist denn los? Betreten Sie nicht mein Büro! Aber das sind doch bloß ein paar Blumen, Frau Stöckl. Was haben Sie denn? Also so schlimm sind Sie doch auch nicht. Ich tue es in die Vase.
Sind doch schön. Ja, finde ich auch. Ah ja, wann sind wir? Grüß Gott miteinander. Servus. Servus. Hast du das wieder gesehen? Das ist ein arroganter Zipfel. Denk dir nichts, Michi. Der ist aus der Stadt. Da sind wir mal so komisch drauf. Aber er meint bestimmt nicht so. Wir sehen uns heute Abend. Ja, ich weiß nicht, ob das mir bringt, so wie der drauf ist. Und Michi, den Dorfpolizisten nimmt er zurück. Und es tut ihm auch total leid, hat er gesagt. Frau Stockl, Sie mögen die Blumen nicht. Bloß weil sie von mir sind. Nein, aber ich bin allergisch auf Nelken. Ach so, da bin ich ja beruhigt. Ich meine, es tut mir leid. Servus. Freddy, komm mal raus da. Ah, die Kommissare. Und, haben Sie mit dem Typen von der Yacht geredet? Schon, ja. Der hat sicherlich dasselbe erzählt wie ich, oder? Das hat er leider nicht. Der Ellwanger war gestern gar nicht auf seinem Boot. Jetzt raus da. Wieso? Ist die vorläufig festnehmen, also raus da. Ach komm, hör doch auf mit der Schnecke da. Was soll denn der Schmarrn? Das bringt doch nichts. Glaub doch jetzt. Räumen wir uns. Auf geht's. Was ist? So ein Lump. Bravo. Wie liegst du schön? Frau Stockli, Satori. Fahndungsmeldung. Kranz Friedrich, genannt Freddy. Danke. Jetzt haben Sie heute Abend schon was vor? Nee, wieso? So, meine Herren, jetzt gibt's was Feines. So, das ist 2 Wochen gebeizt. Und im Wacholder geräuchert. Vom Riedhof. So, Herr Kollege, bitteschön. Danke. Ich glaube, das ist mir zu fett. Das ist nicht fett, das ist ein Kreichert. Bringen wir es doch einfach hinter uns. Im Hinblick auf ein gutes Betriebsklima, das meinem Kollegen neuerdings so wichtig ist, ist der Dorfpolizist hier mit zurückgenommen. Ja, Entschuldigung, ist das keine. Soll ich vielleicht vorhin auf den Knien rutschen? Nein, das nicht. Er hat nur nicht richtig rausgehört, dass sie denn wirklich leid tut. Ja, der glaubt doch noch immer, dass er im Recht ist. Michi, so kannst du es wirklich nicht sehen. Sehen wir es mal einfach so, Herr Mohr. Kriminalistische Glanzleistung war das ja wohl keine. An dem See rumzuwarten und zu hoffen, dass man über die Tatwaffe stolpert, oder? Natürlich glaubt er das noch immer und leid tut's ihm auch nicht. Es war schlicht und ergreifend bescheuert. Entschuldigung. So. Ja, Satori? Jetzt ist aus. Jetzt ist er dran. Wo? Michi. Und wenn er seinen Führerschein für immer verliert, ist das auch wurscht. Und morgen geht das Beweismaterial an die Bußgeldstelle. Punktum. Ja, danke. Wir haben das Boot vom Kranz gefunden, aber von ihm fehlt jede Spur. Was ist da, meine Herren? Ich würde mich jetzt gern zurückziehen. Ja, das war's. Mahlzeit. Mahlzeit. Morgen, die Herren. Morgen. Ich sehe Blumen. Gibt's da was zum Feiern, von dem ich nichts weiß? Nein. Guten Morgen. Die Blumen sind nur so. Nur so? Nur so. So. Ja, kommen wir zur Sache. Ja, sagen Sie, wie hat das denn passieren können, dass Ihnen gestern der Verdächtige, dieses Bürscherl da, hat entwischen können? Naja, also der Kollege Hofer ist dieses... Das war quasi, der Kollege meint... der Grund hierfür, der liegt also eher in der Beantwortung einer Materialfrage als bei uns, Herr Balthasar. Ihre süffisant spitzfindigen Formulierungen, Herr Hofer, die lassen mich auf so eine Art unausgelasteten Zustand schließen. Ganz im Gegenteil, ich muss dringend telefonieren. Es geht um den entscheidenden Hinweis zur Klärung unseres Falles. Servus. Das Wort, was dem Kollegen Hofer nicht eingefallen ist, ist von dem Anlass. Ich möchte mich entschuldigen, Frau Stockl. Mei, sind die schön. Und keine Nelken. Habe ich extra geschaut. Jetzt ist es so, Frau Stockl,
Ich hätte noch eine Bitte. Das hätte man ja denken können. Ach, Frau Stockel. Sie können niemandem eine Freude machen ohne Hintergedanken. Jetzt hören Sie mir doch erst einmal zu. Das kommt jetzt wirklich ganz zufällig zusammen. Das müssen Sie mir glauben. Der Moormichi, der hat vorgestern an der Seestraße eine Radarüberwachung aufgebaut gehabt. Und da bräuchte ich jetzt die Unterlagen drüber. Und was haben wir mit den Verkehrssachen zu tun? Nix. Aber es ist möglicherweise wichtig für die Klärung des Falles. Und warum holen Sie es nicht selber? Weil ich einen dringenden Anruf erwarte und nicht weg kann. Frau Stockel, sind Sie gut. Bitte. Na gut. Danke. Also ich bin ja gespannt, wie lange das wieder anhält. Na, das wird ärgern müssen. Das war ja wieder typisch. Die brocken uns die Suppe ein und ich darf's auslöffeln. Das tut mir echt leid, aber das ist gerade nicht anders gegangen. Was war das eigentlich für ein wichtiger Anruf, unseren Fall betreffend? Das war leider auch ein Flop. So, Herr Hofer, die Unterlagen. Super, wunderbar, danke sehr, Frau Stockel. Der Moor wundert sich bloß. Um den kümmere ich mich später. Na gut, dann geh jetzt zum Essen. Das ist eine gute Idee, das machen Sie. Wollen Sie nicht auch gleich Mittag machen? Ich halte aber die Stellung hier. Ich habe eigentlich gar keinen Hunger. Dann begleiten Sie doch die Frau Stockel. Die muss immer allein gehen, das ist doch nicht schön. Zu zweit ist sie doch am besten. Ha, sie ist Kavalier. Okay, gute Idee. Mei, das darf mich freuen. Mahlzeit. Der ist so nett, das ist schon fast verdächtig. Sehr verdächtig. Mahlzeit. 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 So, schauen wir mal. Oh ja. Schau dir das schöne Foto. Ja, ich bin's. Es gibt Arbeit. Nein, jetzt. Es brennt. Es brennt! Der Herr Yachtbesitzer Ellwanger ist am Morgen der Tat auch in eine Radarfalle gefahren. Ja. Wer denn noch? Niemand Bestimmtes. Es hat halt mehrere erwischt. Der Ellwanger war um 8:30 auf der Seestraße Richtung Stadt unterwegs. Das heißt, er hat gelogen. Er war nicht den ganzen Vormittag in seinem Immobilienladen, er war auch am See. Vielleicht ist er auf seinem Boot. Ja. Los! Ich nehme an, Sie haben Ihre wieder nicht dabei, oder? Wegen dem Bürscherl. Stehen bleiben! War's doch kein Blödsinn, Herr Kranz. Bleiben Sie, wo Sie sind, und Waffen weg! Wir haben doch gar keine. Und wenn du deine Kanone wegsteckst, können wir in aller Ruhe reden. Er war auf seinem Boot. Er hat genau gesehen, dass ich nichts gemacht habe. Er hat's gerade zugegeben. Blödsinn. Jetzt sagt ihr es wahr! Jetzt macht's halt endlich was. Dann schießt du erst recht. Wir haben die Tatwaffe untersucht. Es waren Ihre Fingerabdrücke drauf, Herr Ellwanger. Jetzt red endlich! Ja, ich war auf meinem Schiff. Der Fischer hat ihn verfolgt und der ist im Abkart. Sehen Sie, ich bin unschuldig. Ja, und wie ist es dann weitergegangen? Es war ein Unfall. Ja, ja. Weiter, die Boje, wo mein Boot liegt. Die hat mir der Blätschacher vermietet. Er hat mir versprochen, dass er den Mietvertrag um 5 Jahre verlängert. Auf das hin habe ich mir ein neues Boot gekauft und wollte das Ganze schriftlich fixieren. Aber der Blätschacher hat übelst die Laune gehabt, weil er im Abgang ist. Und dann haben sie einfach so wegblasen. Schmarrn. Was Schmarrn? Er war wütend. Der Blätschacher hat vollkommen durchgedreht. Jetzt mag er gar nicht mehr, hat er gesagt. Dann hat er mir die Boje zum nächsten Ersten kündigt. Ja, okay, und weiter? Ja, bin ins Boot. Die Signalpistole geholt und wollte zwingen, dass er sich an die Abmachung hält. Ist das Ding losgegangen? Saublöd gelaufen, würde ich sagen. Aha. Das war wirklich ein Unfall. Jetzt wird der Staatsanwalt entscheiden.
Gehen wir. Und zwar beide. Stöcke macht wieder Pause. Meine Herren, ich bin sprachlos. Ach, das ist zu viel der Ehre. So schwierig war die Lösung des Falles auch wieder nicht. War eigentlich ganz logisch. Ich spreche von einem ungeheuren Skandal. Einem Vorfall, wie er in der Geschichte dieser Behörde beispiellos ist. Sie haben Beweise vernichtet. Fotos, die Sie als Verkehrsraudi enttarnt hätten. Also ich weiß nicht, wovon Sie reden. Ach, leugnen Sie doch nicht. Kollege Mohr hat mir den Vorfall detailliert geschildert. Also ich verstehe nur Bahnhof. Ist ja auch ganz klar. Der Kollege Sartori hat mit dem Fall überhaupt nichts zu tun. Ich habe die Fotos von der Radioüberwachung angefordert, weil ich sie für einen Fall gebraucht habe. Hat ja herausgestellt, dass sie der entscheidende Schlüssel zur Lösung des Falles waren. Bloß, wie ich sie gehabt habe, ist mir ein kleines Missgeschick passiert. Ach, das wird ja immer besser. Das Ganze ist ein Komplott. Sie haben Ihren Kollegen gedeckt. Ja, das würde ich mir nie erlauben. Na, Schmarrn, von Decken kann keine Rede sein. Schauen Sie selber. Die sind einfach ganz blöd ins Feuer gefallen. Sie halten ja zusammen wie Pech und Schwefel. Aber ich werde die Wahrheit schon noch ans Licht bringen. Darauf können Sie sich verlassen. Das ganze Theater mit der Entschuldigung war bloß, um zu vertuschen, dass Sie mit meinem Wagen wie eine gesenkte Sau durch die Gegend gefahren sind. Also was sind denn das für Ausdruck wie eine gesenkte Sau? So wird rein müssen Sie auch nicht. Bloß weil ich ein bisschen schnell gefahren bin. Ja. Und überhaupt, Sie brauchen gerade reden. Sie sind eh bekannt als der Schuhmacher von Rosenheim. Was, ich? Ja. Ich fahre nie zu schnell. Scheiße.